Wir kommen jetzt zum Thema Vergaserinstandsetzung. Dazu haben wir ausgewählt einen VW Käfer 1303 Cabriolet mit einem Solex-Vergaser. Und wir werden jetzt den Vergaser zerlegen, weil der Vergaser uns Probleme bereitet. Vor einer Instandsetzung von so einem Vergaser müssen natürlich verschiedene Teile demontiert werden. Wir fangen hier oben mit dem Luftfilter an. Anschließend werden wir hier den Gaszug trennen. Wir werden hier eventuell elektrische Bauteile trennen. Wenn ich einen wassergekühlten Motor habe, vielleicht eventuell auch Wasserschläuche und die Kraftstoffleitung. Die werden wir jetzt trennen und dann werden wir den Vergaser ausbauen. So, viele Vergaser haben hier Verschlauchungen, die zur Temperaturregelung oder Bypass dienen. Die müssen natürlich abgezogen werden und wichtig ist, dass diese nach dem Abziehen verschlossen werden und eventuell markiert werden, damit ich auch weiß, wo, an welcher Position die Schläuche hingehören, beziehungsweise ob auch die Schläuche an ihrer richtigen Position waren. So, nachdem ich ein Datenblatt mir für das Fahrzeug besorgt habe, schaue ich als erstes nach die Nummer vom Vergaser. Als Vergleich haben wir hier ein Blech, das ist sozusagen der Personalausweis des Vergasers. Und jetzt vergleiche ich, ob dieser Vergaser passend zu dem Datenblatt ist, weil diese Nummer, die auf dem Gehäuse steht, wurde für mehrere Motoren verbaut, aber die Bedüsung, die ist quasi unter diesem Lebenslauf, unter diesem Steckbrief in der Literatur niedergeschrieben. Und wenn wir nachher zerlegen, können wir jetzt vergleichen, ob das mit diesem Datenblatt übereinstimmt und können so verhindern, dass wir nicht am Vergaser später mal Einstellungen machen und vielleicht eine verkehrte Bestückung haben. So, beim Zerlegen fangen wir von oben nach unten an. Wir ziehen hier an verschiedenen Bauteilen, wie hier an der Startautomatik oder hier am Kaltstartventil oder am Umluftabschaltventil, hier die elektrischen Leitungen ab. Natürlich zuvor haben wir die Zündung ausgeschaltet. Wir trennen den Gaszug, halten dabei etwas gegen, damit wir hier den Gaszug beim Ausbau nicht zerstören und schieben den nach hinten hinaus. So, nachdem wir den Vergaser aufgebaut haben, liegt er jetzt hier auf unserem Arbeitsplatz. Wir haben dazu zum Beispiel hier ein paar Spezialwerkzeuge, die wir überhaupt nicht benötigen. Wir werden den Vergaser zerlegen und möglichst mit normalen Werkzeug, das auch jeder zu Hause hat. Was man sich absolut besorgen muss, ist hier ein Beiblatt. Wir haben hier eine Explosionszeichnung, wo einmal die Vergaserbauteile mit ihrer Bedüsung drauf ist, dass wir vergleichen können, ob die Innereien vom Vergaser mit dem Datenblatt übereinstimmen, weil aufgrund der Jahre kann es immer wieder passieren, dass verschiedene Leute am Vergaser rumgebastelt haben, um später mal eine exakte Einstellung machen zu können. Wir müssen aber gewährleistet sein, dass alle Bedüsungen stimmen. So, nachdem wir den Vergaser ausgebaut haben, schauen wir jetzt mal die Bauteile um den Vergaser herum an, was hier alles so dran ist. Einfach um später mal auch bei der Einstellung zu wissen, wo sind welche Einrichtungen verbaut. Fangen wir mal hier vorne an der Seite an. Hier einmal an der Seite die Startautomatik, in dem Fall hier eine beheizte. Hier auf der gleichen Seite angesetzt die Beschleunigungseinrichtung. Wenn ich Gas gebe, dass über das Einspritzrohr Kraftstoff eingespritzt wird. Wenn ich den Vergaser weiterschwenke, haben wir hier das Hauptbauteil, die Schwimmerkammer mit den darin liegenden Schwimmer, die den Kraftstoff ein gewisses Grundniveau hält. Wenn wir den Vergaser weiterdrehen, sehen wir hier auf der anderen Seite immer noch die Schwimmerkammer und hier angrenzend das Leerlaufabschaltventil, das dafür sorgt, dass, wenn der Motor abgestellt wird, auch wirklich die Kraftstoffzufuhr unterbrochen wird. Hier angesetzt, bei manchen Vergasern nicht immer verbaut, aber in dem Fall hier dran ein sogenannter Pralldämpfer. Und hier kommen wir schon an am Ende, wo hier ein Hebel in Verbindung am Hebelende hier die sogenannte Drosselklappenwelle sitzt, die anschließend hier drinnen quasi meine Drosselklappe betätigt. An so einem Vergaser, da so ein Vergaser in verschiedenen Ausführungen gibt, sind manche Bauteile sehr komplex. Das heißt, es kann an unterschiedlichen Bauteilen unterschiedliche Funktionen vorhanden sein. Und bei diesem Vergaser ist es jetzt so, wenn wir den Vergaser jetzt abgeben zum Reinigen, kommt meistens ein Vergaser zurück und der hat nur eine Standardeinstellung.
Und zu dieser Standardeinstellung müssen wir noch eine Feinjustierung machen. Dazu müssen wir erstmal wissen, wo drehe ich später mal am Vergaser. Und hier haben wir bei diesem Vergaser zwei Möglichkeiten. Einmal, um die Leerlaufdrehzahl zu regulieren, haben wir hier drin diese große Schraube, die sogenannte Umluftschraube. Und hier gleich darunter liegend eine eher kleine Schraube, die sogenannte Leerlauf-Gemisch-Regulierschraube oder auch bekannt unter dem Namen CO-Schraube. Nachdem wir die Bauteile erklärt haben, geben wir jetzt den Vergaser weg, weil er muss gereinigt werden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel Ultraschallbad oder Bäder. Wer so einen Vergaser zerlegt, selbst zerlegt, der sollte sich Fachinformationen haben oder an einer Schulung, wie zum Beispiel an der Fahrzeugreinigung, teilnehmen. Er braucht so eine kleine Explosionszeichnung, er braucht eine Vergaserbestückung. Und was ganz wichtig ist, dass man sich im Vorfeld alle Dichtungen und Membranen, die an diesem Vergaser verbaut sind, vorher besorgt, weil definitiv aus Erfahrung hat sich gezeigt, dass beim Zerlegen alle Dichtungen nach 20, 30 Jahren zerstört sind. So, nachdem der Vergaser gereinigt wurde, wurden Dichtungen ersetzt, Membranen ersetzt, sind verschiedene Schrauben nur in einer gewissen Grundeinstellung eingeschraubt worden und später mal nach dem Einbau, wenn der Motor läuft, müssen wir quasi den Vergaser optimal auf den Motor abstimmen. Was bei jedem Vergaserwechsel unbedingt gemacht werden soll, alle Dichtungen, die zum Ansaugkanal führen, werden hier zwischen Vergaser und Kanal erneuert. Was auch ratsam ist, zwischen Vergaser, Schwimmerkammer und dem Kraftstoffsystem Tank einen Einwegfilter einzubauen, den man so alle 2 bis 3 Jahre wechselt. Schön und wichtig dabei ist, dieser Filter hat eine Flussrichtung. Deswegen darauf achten, dass er in der richtigen Einbaulage eingebaut wird. Ja, bei der Reinigung hatte ich herausgestellt, dass das Anreicherungsrohr verstopft war, wahrscheinlich durch innere Verschmutzung, durch Ablagerungen, und das war genau das Problem, wo das dieser Käfer hatte. Wir hatten überhaupt kein Beschleunigungsverhalten oder nur ein verzögerndes Beschleunigungsverhalten, und nach dem Reinigen haben wir jetzt festgestellt, eben, dass dieses verstopft war, und wir werden jetzt gleich sehen, ob das jetzt alles in Ordnung ist. So, nachdem wir Kraftstofffilter gewechselt haben, setzen wir hier eine neue Dichtung auf und setzen den Vergaser jetzt wieder auf und stecken hier in die Bohrung wieder ein. Dabei achten wir darauf, dass wir hier keine Kabel und andere Bauteile verletzen. So, nachdem wir den Vergaser draufsetzt und wir die Mutter angesetzt haben, ziehen wir jetzt den Vergaser am Flansch fest. Darauf zu achten ist, dass der Flansch gleichmäßig angezogen wird und bitte nicht zu fest. Aufgrund der Wärmeausdehnung und der Spannung kann es sonst zu Beschädigungen, Verzug zum Gehäuse kommen. Und wir müssen daran denken, das ist Spritzguss oder bei manchen Vergasern sogar aus Aluminium. Nachdem wir den Vergaser aufgebaut haben, ist er durch die Schwimmerkammer leer. Wenn wir jetzt starten würden, dauert es eine Zeit lang, bis der Motor durch die Kraftstoffpumpe die Schwimmerkammer füllt. Um den Anlasser zu schonen, werden wir einfach hier oben, hier in der Flasche, mit ganz normalem Otto-Kraftstoff hier in den Vergaser leicht einträufeln, um ein schnelleres Anspringen des Motors zu gewährleisten. Während der Einstellphase und der Überprüfungsphase habe ich jetzt den Luftfilter heruntergelassen. Wir werden aber später nochmals den CO bei aufgesetzten Luftfilter prüfen, um somit auch den Fahrzyklus zu messen. Wenn wir jetzt einstellen, überprüfen wir vorab noch mal ganz kurz die Zündung mit der Stroboskoplampe. Müssen Veränderungen am Leerlauf gemacht werden, haben wir hier oben drum einmal die Umluftschraube, an der ich später drehen will. Oder müssen wir quasi die CO-Zusammensetzung verändern. Dann drehe ich hier unten an die kleine Schraube, an die Leerlauf-Gemisch-Regulierschraube oder auch CO-Schraube genannt. Es wird jetzt sein, dass ich im Video hier pendle von CO-Schraube zur Drehzahlschraube und umgekehrt, bis der optimale Wert hier auf dem Gerät von ca. 3 Volumenprozent angezeigt wird.
so während den Einstellmaßnahmen haben sie gesehen, dass wir dann auch den Luftfilter anschließend montiert haben, der CO sich leicht verändert hat durch den Luftfilter und wir ihn nochmal korrigiert haben auf den vorgeschriebenen Wert. Sollte mal ein Motor im Leerlauf, bei Leerlauf derzeit unrund laufen und man will hier unten den Flansch auf Dichtheit prüfen, kann man auch hergehen mit in Verbindung mit einem CO-Tester, das war hier etwas Benzin, mit einem Pinsel hier auf den Flansch träufeln, um so mit einer Veränderung des COs zu messen. Bitte hier keinen Bremsenreiniger nehmen. So, um den Verschleiß am Vergaser zu minimieren, weil wir bewegliche Teile haben, müssen verschiedene Teile, auch wenn es im Warnungsheft nicht steht, abgeölt werden. Das heißt, ich habe hier eine Bibette und habe hier harzfreies Öl und träufle es hier auf die Gelenke ein paar Tropfen auf. Das sollte man regelmäßig bei jedem Kundendienst machen, um alle beweglichen Teile an den Vergaser zu schmieren und somit quasi ein Ausschlagen der Teile zu verhindern. Ich hoffe, der kleine Vergaserkurs hat Ihnen gefallen. Sie haben gesehen, das ist keine Hexerei. Das Problem wird sein, dass immer weniger Fachwerkstätten sich mit der Thematik Vergaserzündung hier an so einem Oldtimer auskennen. Deswegen ist ganz wichtig, dass Sie sich schulen lassen, dass Sie sich mit Ihrer Materie auskennen, um richtig fachgerecht nach Reparaturhandbuch eine Einstellung vornehmen zu können.